Hallo und herzlich willkommen zu endlich einem neuen Vlog. Es ist jetzt schon Freitagnachmittag. Ich bin aus meinem Arbeitssumpf auferstiegen. Ich habe heute aber richtig coole Sachen gemacht. Und habe jetzt angefangen, mich fertig zu machen. Denn wir fahren heute Abend aufs Vincent Weiss Konzert. Ich kenne von dem nicht viel, aber das ist ja egal. Der sieht gut aus, der hat eine schöne Stimme, das wird bestimmt ein toller Abend. Und dieser Vlog, den habe ich unter ein ganz bestimmtes Thema gesetzt. Ich möchte euch mit diesem Vlog was ganz Spezielles zeigen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich das Frausein in meinem Alltag lebe, in meinem Mama-Alltag vor allen Dingen lebe. Weil das ist was ich euch immer wieder sage, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch als Frau nicht in der Mutterrolle verliert. Das ging mir in meinem allerersten Jahr als Mama so. Ich war komplett lost, ich habe mich komplett verloren. Und ich möchte euch in diesem Vlog zeigen, was ich in meinem ganz normalen Alltag mache, um Frau zu sein, neben meinem Mama-Sein. Das zelebriere ich natürlich an meinen kinderfreien Wochenenden extrem. Also da versuche ich wirklich zu 80% nur Frau zu sein. Aber all die Dinge, die ich euch heute zeige, erzähle, mache ich auch in meinem ganz normalen Alltag mit den Kindern zusammen. Und ich habe in letzter Zeit vermehrt auch dahingehend Sachen auf Instagram gelesen. Ich habe letztens einen Beitrag von einer Mama gelesen, die sich nach einem Jahr endlich mal wieder die Nägel lackiert hat und so begeistert davon war, dass sie es fertiggebracht hat, etwas für sich und ihr Frausein zu tun. Und das hat mich so schockiert, aber ich war ja wirklich am Anfang meiner Mutterschaft auch nicht anders. Das hat sich ja erst mit der Zeit dann einfach entwickelt und verändert. Und wir können ja mit den ersten zwei Tipps starten. Und zwar finde ich tatsächlich so etwas Oberflächliches wie Make-up sehr, sehr gut. Und ich trage Make-up nicht, weil ich mich verstecke, weil ich mich so... Weiß ich nicht, ne? Weil ich mich ohne Make-up nicht wohlfühle. Natürlich finde ich das so optisch jetzt besser, aber ich nutze Make-up, weil mir das Spaß macht, weil es mir Spaß macht, mich morgens hinzusetzen und mich fertig zu machen. Das ist Teil meines morgendlichen Rituals, meines Alltags. Ich mag das einfach. Ich habe auch schon mal auf Instagram erzählt, diese lackierten Nägel. Das ist für mich unglaublich wichtig, denn ich weiß, wenn ich keine lackierten Nägel habe, geht es mir nicht gut, weil dann nehme ich mir die Zeit nicht für mich, um mir meine Nägel zu lackieren. So banal das klingen mag und so oberflächlich das klingen mag, das ist einfach etwas Innerliches, was sich dann äußerlich zeigt. Und deswegen ist mir dieser klitzekleine Punkt in meinem Alltag so wichtig, dass ich mich wirklich eigentlich täglich schminke und zurecht mache, dass meine Nägel lackiert sind. Ich mag das einfach. Ich mag Rot sehr, sehr gerne. Ich mag knallroten Lippenstift und solche Geschichten. Ich mag das einfach gerne. Und es tut mir immer leid, wenn Mütter dann sagen, ach, es lohnt sich nicht für mich, mir die Nägel zu lackieren oder Lippenstift aufzutragen. Für wen denn? Für die Kinder? Nee, für dich. Und dabei ist egal, ob die du nur mal aus dem Kindergarten abholst oder einkaufen fährst. Tu es für dich. Für dich. Dass wenn du in den Spiegel guckst, dass du denkst, boah, die sieht aber Bombe aus. Das ist eine richtige Frau, weil darum geht es. Frau sein bedeutet weiblich sein, bedeutet rote Lippen, bedeutet Nagellack, bedeutet tolle Kleider. Jedenfalls für mich, das kann jeder für sich natürlich individuell klären. Was bedeutet Frau sein eigentlich für dich? Ja? Welche Adjektive verbindest du mit Frau sein und lebst du das dann auch in deinem Alltag? Deswegen ist mir Make-up und Zurechtmachen ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Ich, wie gesagt, das ist Teil meiner morgendlichen Routine, wenn die Kinder da sind und am Wochenende, wenn ich frei habe, zelebriere ich das nochmal richtig, richtig, richtig krass. Und das Zweite, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, euch einfach auch mit entsprechendem Content zu umgeben. Also ich bin ja eine Person, ich bin täglich auf YouTube, auf Instagram, auf diesen ganzen Social-Media-Geschichten. Und es wäre doch verschwendete Zeit und Hirnmasse, mich dann mit Dingen zu umgeben, die nur was mit Mama sein zu tun haben. Natürlich tue ich das auch, aber ich folge auch ganz vielen großartigen Kanälen, die sich mit dem Frausein beschäftigen. Zum Beispiel den Bauchfrauen auf Instagram, die auch sehr für Body Love und Selbstliebe stehen. Den Instagram-Account kann ich euch mal unten verlinken, die finde ich grandios.
Und ich habe auch ein ganz, ganz tolles Shirt von denen. Das trage ich gerade. Das zeige ich euch dann nochmal, weil das ist Teil meines Outfits heute Abend. Und auf diesem Shirt steht: Life is. Nee, you are beautiful. Ganz wichtig. Erste Zeile: You are beautiful. Life is too short to suck in your belly. Ja? Also, du bist wunderschön und das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Und das möchte ich heute Abend tragen. Ich freue mich sehr auf das Outfit. Das ist nämlich. Das ist mir gut gelungen. Und lange Rede, kurzer Bums. Ich werde euch, wie gesagt, in diesem Vlog zeigen, was ich so für meine Weiblichkeit, für mein Frausein tue in meinem Alltag. Und jetzt bin ich aber erstmal off, weil ich muss mich noch fertig machen und dann geht's los zum Konzert. Wann habt ihr euch eigentlich zum letzten Mal selber Blumen gekauft? Das ist so, so was Schönes und so was Einfaches. Also es ist auch ein mini, mini, mini-Tipp, wie ihr euch was Gutes tun könnt. Und das hat ganz viel mit Frausein zu tun. Blumen sind ein unglaublich weibliches Symbol. Ihr umgebt euch mit tollen Farben, mit Natur. Wir Frauen sind einfach, ne, von Grund auf mit der Natur verbunden. Deswegen kauft euch doch in den nächsten Tagen mal wieder selber Blumen. So, ich bin jetzt endlich fertig und werde auch wirklich in den nächsten Minuten abgeholt. Und das habe ich heute draus gemacht. Weil mein Outfit schwarz-weiß ist, habe ich extrem knalligen Lippenstift und Nagellack genommen. Das ist das wundervolle T-Shirt von den Bauchfrauen. You are beautiful, life's too short to suck in the belly. Und dazu, ich gucke, dass dann jemand von meinen Mädels ein Outfit-Foto machen kann. Dann blende ich euch das nochmal ein. Denn das ist richtig, richtig cool geworden. Ich möchte aber noch ein paar Details zeigen. Und so habe ich so einen schwarzen Rock angezogen und darunter meinen Tüllrock und schwarz-weiße Turnschuhe noch dazu. Ich mag es sehr, 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 sehr gern. Ich bin sehr glücklich damit. Habe ich noch eine rote Regenjacke mit. Und es geht jetzt los. Ich freue mich ganz, 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 ganz doll. Und wir sehen uns dann später, denke ich, nochmal wieder. Guten Morgen. Ich bin schon wieder auf dem Sprung. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Wir waren alle so durch, so tot, so müde. Also Freitagabend weggehen, ist nicht so die beste Idee. Wir waren echt richtig, richtig doll durch und müde. Aber es war ein tolles Konzert. Vincent Weiss kann man sich anhören, kann man sich vor allen Dingen angucken. War gut. Und die Gesellschaft war sehr, sehr schön. So, erinnert ihr euch? Das ist eines der neuen Oberteile von Youth Clothing. Und es sieht genauso toll aus, wie ich mir das erhofft hatte. Die Farben sind so, 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 so schön. Oh, so, so, so schön. Man kann es auch ohne Top drunter tragen, aber nicht im Alltag, würde ich empfehlen. Ja, ich liebe das sehr. Grandios, sieht super, super toll aus, finde ich. Echt richtig, richtig schön. Und ich fahre jetzt los. Ich treffe mich wieder mal mit meiner lieben Jackie. Wir haben ein bisschen was in Planung und müssen was ein bisschen organisieren. Und das ist auch so ein Mensch. Es ist eigentlich jemand, den ich übers Business kennengelernt habe. Da habe ich jetzt mittlerweile zwei Frauen in meinem Leben. Die habe ich übers Business kennengelernt. Und immer wenn wir uns treffen oder telefonieren, reden wir trotzdem so drei Viertel der Zeit über Privates. Aber das ist auch nicht schlecht. Das ist auch schön, so eine Verbindung zu haben. Die Ecke ist auch nicht schlecht, ne? Seht ihr meinen tollen Spruch? Aber auch mein Ladekabel. Nur gut. Genau. Ich fahre jetzt also los. Ich treffe mich mit ihr. Es ist 9:30 oder so. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder da bin. Aber, und da können wir auch gleich einen Tipp wieder anschließen, was zum Thema des Vlogs passt. Umgebt euch ganz klassisch mit Frauen. Umgebt euch mit Frauen. Vielleicht sogar mit Frauen, die keine Mamas sind, um dann wirklich auch über Frauenthemen zu sprechen. Aber in meinem Alltag, ich habe eigentlich fast nur Freundinnen, die auch Mütter sind. Aber, und da lege ich auch ganz viel Wert und Fokus drauf, wir unterhalten uns auch viel über Frauenthemen. Halt nicht nur über die Kinder und über Kinderthemen, sondern auch über Frauenthemen. Und ihr werdet überrascht, wie dankbar eure Freundinnen sind, wenn ihr manchmal auch etwas unangenehmere Themen anschneidet, weil dann hat man endlich mal jemanden, mit dem man darüber sprechen kann. Deswegen zum Beispiel haben wir gestern auch, gestern, vorgestern, vorgestern mit einer Freundin über eine mögliche Dildo-Party gesprochen. Mal gucken, ob es das bald bei mir geben wird. Why not? Genau. Also umgebt euch mit Frauen, unterhaltet euch mit Frauen über Frauenthema. Wir Frauen, wir sind stark in der Gemeinschaft mit
anderen Frauen. Das liegt in unserer Natur. Und deswegen treffe ich mich jetzt mit einer wundervollen Frau und wir sehen uns später. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe richtig, richtig doll Hunger. Deswegen mache ich mir jetzt ein Tomatenrisotto. Aber es war so schön, es war so krass, es war so kreativ. Wir haben da an was gearbeitet und es war so bam, 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 bam. Lass uns das machen und das und das und das. War so cool, war so eine schöne Energie so zwischen uns. Immer. Ja, und wir sehen uns im September, haben wir festgestellt, ganz, ganz oft, weil wir ganz viel zusammen machen, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Genau, also essen, kurz ausruhen, Videos drehen. Das ist jetzt erstmal der Plan. So, ich habe gerade eine Runde meditiert. Kann ich auch nach wie vor jedem immer empfehlen, wenn man so zur Ruhe kommen will, ne? Wenn man so ein bisschen kurz abschalten will, Energie tanken möchte, ist das immer eine sehr, 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 sehr gute Sache. Ich bin froh, ich mittlerweile wieder täglich mache. Und für jeden, der unbedingt schon mal mit Meditieren anfangen wollte und nicht so richtig wusste, wie, mein Audiokurs zum Thema Meditieren lernen, Meditation für Einsteiger gibt es. Denk mal so Mitte September werde ich den dann rausgeben. Der ist eigentlich so gut wie fertig. Also wenn ihr da Bock habt, dann bleibt dran. Dann erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist, natürlich davon. Ich muss jetzt noch kurz schnell ein paar Handgriffe arbeiten und dann werde ich schon wieder abgeholt und wir fahren zum Geburtstag. Und dann werde ich nochmal ein anderes Outfit wählen als heute Vormittag. Das ist dafür nicht so gut geeignet. Kann ich euch ja dann nochmal zeigen. So, ich habe mich ganz chillimilli für das tolle Schmetterlingsoberteil entschieden. Ist wirklich auch sehr, sehr schön und muss mir jetzt nur noch überlegen, welche Blousonjacke ich dazu anziehe. Ich glaube aber die hier, weil die, das ist mir dann zu, genau, nee, das geht nicht. Also diese hier. Guten Tag am Sonntag. Es ist schon 13:30 und ich weiß nicht, was dieses Wochenende mit meinem Zeitmanagement los ist. Aber hinten raus bin ich immer spät dran. Ich werde nämlich in ungefähr 20 Minuten abgeholt. Wir gehen auf ein Partylight-Event. Und ich muss eigentlich noch ein Video drehen, hier noch ordentlich vloggen, Insta-Story machen und mich anziehen. Was ich jetzt aber erstmal mache, ist hier ein bisschen im Hintergrund aufzuräumen, dass ich das Video auf jeden Fall jetzt noch drehen kann. Instagram-Fotos müsste ich eigentlich auch noch machen. Genau, also erstmal jetzt so ein bisschen den Hintergrund hier aufräumen, damit ich jetzt gleich das Video noch drehen kann. Und ja, ist alles irgendwie ein bisschen stressig, weil, wie gesagt, das Zeitmanagement irgendwie dieses Wochenende bei mir nicht so richtig passt. So, ich habe mich umgezogen, mein Outfit of the day ist heute der tolle Mantel von Joss Clothing, den ich euch schon gezeigt habe. Oh, da hängt die Tasche raus, ist nicht so optimal. Darum werden wir uns jetzt gleich mal kümmern. Ja, wie sie wieder rumrennt. So, ist die hier auch draußen? Nein, die ist drin. So, das Oberteil kennt ihr auch schon, ist so ein Top. Das ist selbstverständlich auch von Joss Clothing. Und dann habe ich mir einen neuen Rock gekauft. Und zwar gibt es den gerade aktuell bei Colosseum. Super, 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 super schön. Genau, das ist es für heute. Und jetzt werde ich noch das Video drehen. Und euch erzähle ich jetzt den nächsten Tipp für euer Frausein in eurem Alltag. Mein Lieblingstipp übrigens an dieser Stelle. So, kann ich euch das vielleicht noch ein bisschen besser zeigen? Also das ist, wie gesagt, der Mantel. Und das ist der tolle Rock. Und das sind gerade absolut meine Farben. Ich mag das gerade total gerne. Also, Achtung. Hier spricht jetzt wieder die Frau, die eine sehr geringe Hemmschwelle hat. Wer das nicht aushält, der muss mal kurz ein bisschen vorspulen. Und zwar etwas unglaublich Wichtiges, wenn ihr eure Frau lebt, ist natürlich auch das Thema Sexualität, Erotik, Selbstbefriedigung. Den eigenen Körper mit dem Partner, ohne den Partner,
kennenlernen, entdecken, bewundern, erleben, Neues ausprobieren. Und gerade bei dem Thema Neues ausprobieren möchte ich euch etwas Wunderbares empfehlen, was ich vor ungefähr einem Monat entdeckt habe. Und zwar ist das Fantasy. Und Fantasy ist eine Streaming-Plattform mit erotischen Hörgeschichten für Frauen. Ganz explizit für Frauen. Denn ihr kennt das vielleicht aus der Erotikbranche, das ist A, sehr visuell und ich finde B, auch zum Großteil für Männer gemacht. Ich finde, gerade wenn man auch so in die Richtung Pornos denkt, ist das sehr, 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 sehr klischeehaft für Männer gemacht und ich fühle mich da nicht wohl, nicht aufgehoben. Das ist nicht das, was ich erwarte. Das, was ich erwarte und erhoffe und brauche, habe ich in Fantasy gefunden. Bei Fantasy gibt es erotische Hörgeschichten. Das ist also alles Audio, nicht visuell. Und die Stimmen der Männer sind einfach zum Dahinschmelzen. Und die sprechen quasi dich an. Also du wirst Teil dieser Fantasie. Und die meisten Frauen, die Fantasy benutzen, dort hören, nutzen das tatsächlich auch zur Selbstbefriedigung. Ich finde aber gerade auch diese leichten Geschichten kann man sich einfach nur mal so anhören als Geschichte. Einfach um mal so die Fantasie anzuregen, mal kurz vom Alltag abzuschalten. Die Geschichten sind auch so zwischen, ich sag mal so 5 und 30 Minuten. Also da kann man auch, wie man gerade Zeit hat und auch von der Länge her Bock hat. Es gibt verschiedene Stimmen. Ich habe schon meine Favoritenstimme, dem kann man dann auch folgen. Und ich höre fast ausschließlich Geschichten mit ihm. Und hat halt auch so verschiedene Level, ne? Wir können uns doch mal Fantasy zusammen angucken. Genau, das machen wir jetzt mal. So, also das ist Fantasy, ganz normal über den Browser geöffnet. Ich habe jetzt auch einen Zugang, aber ich zeige es euch mal, wie ihr es sehen würdet. Denn ihr könnt kostenlos testen. Und das würde ich jedem von euch prinzipiell einmal empfehlen. Einfach mal reinzuhören. Hier habt ihr die verschiedenen Stimmen. Die könnt ihr euch, da könnt ihr halt einfach mal so reinhören, wie so die eigenen Stimmen sind. Raphael ist mein persönlicher Favorit. Also wenn ihr da mal hören sollt, er hat schon ein Herzchen, könnt ihr bei Raphael sehr, sehr gerne mal reinhören. Man kann nämlich hier auch seine eigene Fantasie vertonen lassen. Man kann seinen Lieblingsstimmen folgen. Das mache ich halt, also ich folge Raphael. Und hier, wenn man jetzt hier auf das Suchdingensbummens geht, bin jetzt hier mal in meinen Pro-Account gegangen. Hier die unterschiedlichen Farben zeigen übrigens, ich sag mal so, die Intensität. Ich höre mir gerne die lilafarbenen und die roten an. Aber für den Einstieg und so sind die orangefarbenen, glaube ich, nicht schlecht. Hier habt ihr dann so die Neuerscheinung und da habt ihr immer mit, ich würde mal sagen, so Schlagwörtern, um was es denn in etwa so geht. Hier oben die Farbe und die Punkte zeigt euch, welcher Kategorie das entspricht. Ne? Also dieses Orangefarben, das ist wirklich so für Einsteiger so ganz leicht. Das Lilafarbene, da geht es dann schon ein bisschen mehr zur Sache. Und hier die drei Roten, das ist dann schon ein bisschen, ne, Hardcore. Kann man sich durchaus angucken. Dann gibt es auch Serien. Du kannst auch immer am Ende von jeder Hörgeschichte bestimmen, ob es zum Beispiel eine Fortsetzung geben soll. Hier hat man dann meine Lieblingsstimmen, ne, Raphael. Also Massage Plus kann ich sehr empfehlen. Das ist zum Beispiel eine der Geschichten, die man sich kostenlos anhören kann, ohne sich anmelden zu müssen. Also Raphael Massage Plus, hört euch das mal an. Also Raphael mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Genau, bei den Stimmen waren wir schon. Genau, also geht doch einfach mal auf Fantasy. Kann ich euch jetzt nochmal die Startseite zeigen? Also geht doch mal auf fantasy.com und hier auf den Button kostenlos testen und hört euch ein paar Geschichten zum kostenlosen Reinhören an. Und in zwei Tagen wird es nochmal auf dem Kanal ein ausführlicheres Video zu Fantasy geben. All diejenigen, die sich da so ein bisschen angesprochen gefühlt haben, die können ja jetzt schon mal die Testaudios sich kostenlos anhören. Könnt ihr mir dann sehr gerne schreiben, wie ihr es gefunden habt. Vielleicht entdeckt ihr auch schon eure Lieblingsstimme. Und in zwei Tagen kommt dann, wie gesagt, nochmal ein extra Video nur zu Fantasy, wo ich das nochmal erkläre, wo ich auch so ein bisschen die Vision dahinter darüber erzähle
Und ich habe einen Rabattcode für euch. Also, bevor ihr euch anmeldet und euch das Ganze ein bisschen näher ansehen wollt, dann wartet doch noch bis Donnerstag ab und nutzt dann sehr, sehr gerne meinen Aktionscode. So, nachdem ich jetzt noch mal ein paar Stunden an meiner Webseite oder für meine Webseite ein bisschen was gemacht habe für die neue, ich muss ja meiner Agentur erstmal so 90% zuarbeiten, bevor die dann anfangen, und ein Live-Hangout mit euch hatte, was wieder mal sehr, 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 sehr cool war, werde ich jetzt den Abend ausklingen lassen und einen Film auf Netflix schauen. Das ist halt auch was, Frau sein bedeutet halt auch, Kitschfilme gucken, Liebesromane lesen. Das ist einfach was Frauliches, da wird unsere weibliche Energie sofort aktiviert, natürlich eher, als wenn wir uns irgendeinen Actionstreifen angucken würden. Und deswegen mache ich das auch in letzter Zeit sehr, 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 sehr gerne. Und da kann ich euch sehr ans Herz legen, von Netflix produziert den Film To All the Boys I've Loved Before. Oh, so ein schöner Film. Und ich werde mir den auch wieder und wieder und wieder angucken. Und wer kein Netflix hat, es gibt auch das Buch To All the Boys I've Loved Before. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Dann lest doch das. Und jetzt könnt ihr mir sehr, sehr gerne eure liebsten Frauenromane und Liebesschnulzenfilme in die Kommentare setzen. Und vielleicht habt ihr sogar ein paar Filmempfehlungen. Also ich liebe ja diese, ich sag mal, Teenager, Highschool, College-Romanzen-Dinger. Könnt ihr mir jetzt sehr, sehr gerne mal schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieser Vlog wieder sehr gefallen hat. Und schreibt mir doch auch gerne mal, wie euch das gefallen hat, wenn ich den Vlog unter so ein Thema setze und euch da so ein paar Tipps und Tricks aus meinem Alltag zeige und mitgebe, wie euch das so gefallen hat. Und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder zu dem ausführlicheren Video zu Fantasy. Bis dann, tschüss!